Der Thumbnail verrät eigentlich immer alles und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht's ja noch nicht, aber ich habe vor lauter Verzweiflung hier mir mal die Superriesen geschnappt. Eigentlich sind Riesen immer eine gute Wahl, wenn es darum geht, ein bisschen zu farmen, ein bisschen Dunkles reinzukriegen. Die gehen halt tief in die Base, gehen aber erstmal nur auf Verteidigung, das machen die Superriesen auch. Und aber ich habe sie jetzt gewählt, weil wir haben ja wieder, man muss auch so ein bisschen rechnen. Wir haben ja jetzt wieder in 13 Tagen startet die nächste Liga und was liegt da nahe? Man will dann immer zwei Truppen haben. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob die anderen Truppen jetzt nicht so gut sind oder ob sie eher suboptimal sind, aber ich denke mal, die Superhexe, da schreckt viele der Platten, oder nicht der Plattenplatz, ich wollte gerade sagen Plattenplatz, der Truppenplatz von 40 sicherlich ab und der Inferno-Drachen, sei mal dahingestellt, damit muss man spielen können, so muss man sagen. Und die Barbaren habe ich, glaube ich, noch, ich glaube, die habe ich noch nie ausgebildet gehabt, aber man nimmt eigentlich immer die Sneaky Goblins oder aber die Mauerbrecher. Ich muss mal gucken, wie das dann wieder passt, welche Truppe wir dann letztendlich nehmen. Aber ich habe jetzt tatsächlich mal für 6 Tage den Superriesen hier auf Rathaus 13 und auf Rathaus 12 für euch ausgebildet, oder nicht für euch, für mich ausgebildet. Und ich will jetzt mal sehen, dass wir damit auch einen Angriff machen. Was habe ich eigentlich dabei? Ich habe dabei 10 Stück von den Superriesen und Smash dahinter. Ja, eigentlich kein Smash, sondern ein paar Yetis. Ich habe einen Erdbebenzauber, einen Sprungzauber. Man kann das sicherlich auch ein bisschen kombinieren. Man kann auch 8 Erdbebenzauber nehmen. Da machst du die Base halt richtig groß auf, hast aber nur noch 2 Wutzauber. Und ist unterschiedlich. Oder aber man nimmt jetzt anstelle des 1 Wut 2 Freeze-Zauber mit. Für Scattershots. Die hat man natürlich im Rathaus 12 Bereich nicht unbedingt als sein Gegenüber. Aber hier in diesen Bereichen haben wir das leider. Und Battlelock sieht eigentlich bei mir ganz gut aus. Ich mache nicht immer alle Angriffe pro Tag. Ich halte mich hier einfach so recht als schlecht. So will ich das mal sagen. Also ich will hier jetzt auch nicht so unheimlich cool pushen. Was haben wir in der Clanburg? Wir haben in der Clanburg 2 Yetis und Valkyre Barbar und eine Karre. Ich nehme mal eine Karre mit. Eine Karre ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl, je nachdem, wie die Base jetzt, oh Gott, aussieht. Okay, die können wir aber mitnehmen. Die können wir aber mitnehmen. Und ich würde natürlich ganz gerne, das, was ich gerne machen würde, klar, nicht unbedingt jetzt übers Rathaus gehen mit den Jungs, denn die sind nett gegen Mauern. Also sie sind sehr, sehr nett sogar gegen Mauern. Und hier außen haben wir schon mal einen King. Okay. Ich glaube, wir müssen das irgendwie noch vielleicht dann doch ein bisschen anders kombinieren. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal sehen und mal gucken, mal sehen, wie weit wir mit dieser Truppe hier letztendlich tatsächlich kommen. Okay, dann gehen wir mal rein. Wir nehmen hier 2 von denen, 2 da. Wir müssen ein bisschen funneln, Leute. Wenn auch nicht so extremst, aber wir müssen so ein bisschen funneln. Karre hier hinter und mal sehen. Wir nehmen hier die Riesen in Reihe und nehmen hier die in Reihe unsere Helden mit hier rein. Mal gucken. Den letzten Held, den bewahren wir uns mal ein bisschen auf. Und ich würde sagen, wir machen hier mal die Reise auf. Geht unsere Karre da durch? Ja, unsere Karre geht in jedem Fall durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber unsere Helden, Heldenmist, okay. Wir vermissen unsere Helden, alles klar. Wir vermissen ja irgendwie alles. Ah, da hinten gehen sie noch durch, okay. Da hinten gehen die jetzt noch durch. Und dann nehmen wir unseren Roll Champion hier mal mit rein. Wo ist eigentlich mein Warden? Ach, da oben, okay. Naja, okay, mein Warden ist da oben. Dann müssen die es hier unten halt richten. Müssen wir mal gucken. Haben wir da den... Ah, ich habe den King. Ich habe den King hier unten mit drin. Das ist natürlich nicht so... Oh, die Scattershots sind stark. Alter Falter. Die Scattershots sind einfach zu heftig. Seht ihr das? Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, die sind ein bisschen derbe heavy. Alter Falter, da müssen wir uns vielleicht auch was einfallen lassen und müssen da vielleicht auch einen Freeze nehmen. Oder so, oder 2 Freeze. Denn die sind doch ein bisschen derbe. Guckt euch das mal an hier. Zack, 1 Schuss, 2 Schuss, weg. Naja, okay. Junge, 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 das war heavy, echt. Dann nehmen wir die nochmal in Wut da. Ich habe jetzt auch gar keine Clanburg gesehen. Wo ist denn die? Ach, die ist hier ganz unten. Okay, naja. Ja, ich meine, wir haben die Truppen dafür da und wir können immer so ein paar Angriffe üben. Okay, wir haben gar keinen Elex geholt. Das stand auch, glaube ich, ganz, ganz unten. Und hier kommen wir aber, glaube ich, noch weiter. Das
Event schaffen wir in jedem Fall. Ich bilde die einfach mal weiter aus hier im Rathaus 13 Bereich, auch wenn die vielleicht nicht ganz so optimal sind, aber ich habe, die nächste Armee ist auch wieder eine normale Smash-Armee. Okay, dann müssen wir mal immer wieder mal ein bisschen wechseln, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf unseren 12er. Einmal drauf, eben mal gewechselt hier auf den Avatar, denn der hat die auch am Start, und ich glaube, bevor ich mich damit in CK wage, Leute, würde ich sagen, machen wir hier auch erstmal einen Probeangriff. Denn ich habe hier mir schon eine Base markiert. Das ist eigentlich auch, ist auch sehr, sehr selten, muss ich sagen, dass ich mir schon vorab mal eine Base markiere hier. Aber auch den gehen wir mal mit dieser Truppe an. Mal gucken, wie das klappt. Ich bin da noch unentschlossen, aber ich meine, wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir nicht, wie es wird. Dann gehen wir hier mal rein. Auch hier habe ich, glaube ich, das gleiche am Start. Denn die Riesen gibt es ja auch im Rathaus 10 Bereich, Rathaus 12 Bereich auf Max Level. Nur die Yetis sind natürlich noch nicht so stark wie im Rathaus 13 Bereich. Aber wenn ich den normalen 12er jetzt angreife, dann hat er auch keine Scatter Shots, also Schleuderkatapulte. Heißt das so, Schleuderkatapult? Ja. Und dann kann das in jedem Fall was werden. Boah, eine Mille. Eine Mine Gold. Auch mit diesem Account wollte ich eigentlich die Riesen gar nicht machen. Ich wollte eigentlich die Sneaky Goblins nehmen, weil ich bin mit dem Account durch hier und brauche nur noch ein paar Mauern machen. Nur, wie das Leben dann halt so spielt, passt das hier auch denn mit der Liga und so weiter nicht. Und die Sneakies, ja, nehme ich dann halt in 7 Tagen. Dann machen wir hier ganz heftig Mauern. Aber den kann ich einfach nicht stehen lassen hier. Das geht wirklich nicht. Das geht echt nicht, Leute. Den kann ich nicht stehen lassen. Okay. Vielleicht müssen wir hier jetzt nicht ganz so hart funneln. Gucken wir mal. Wir nehmen mal hier die Karre. Die geht ja erstmal da durch die Mauer durch. Und wir können hier auch die Riesen nehmen. Die gehen ja auch nett durch Mauern durch. So, dann haben wir hier schon mal... Wir brauchten hier jetzt auch nicht großartig funneln. Und wo können wir uns denn eigentlich... Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen billig, ne? Wir machen uns das hier unten mal auf. Und springen da. Würde ich mal so sagen. Und die gehen natürlich schon mal ein bisschen geschmeidiger durch hier. Müssen jetzt nur, jetzt driften sie mir aber trotzdem, driften mir gerade ganz, ganz viele so ein bisschen ab. King ist hier unten noch. Und auch da, oh, der hat aber keine Clanburg. Okay, ich muss aber trotzdem schon mal das Ding hier zünden. Und die müssen ja jetzt erstmal ihre Rundreise da, ich will nicht sagen beenden, aber die müssen die erstmal weitermachen. Der hat jetzt, oh, der hat Multis, okay. Der hat ein paar Multi. Multis sind nicht so gut für die Yetis. Okay, jetzt gleiten sie mir ganz raus. Und Queen ist eh ganz, ganz außen. Uiuiui, Leute, ob wir damit angreifen, das weiß ich noch nicht. Eieieiei, ob wir damit angreifen. Aber wir haben ja schön viel Loot geholt. Ich glaube, so die Hälfte haben wir ihm hier locker weggekratzt. Ne? Kann das sein? Kann das sein, dass wir ihm wenigstens... Okay, farmen kann man damit. Perfekt, aber ist auch ziemlich teuer, die Armee. Ich weiß gar nicht genau, was sie jetzt genau kostet hier in dem Rathausbereich hier. Und, okay. Vielleicht war das da nicht. Wir müssen mit dem Erdbeben, glaube ich, ein bisschen warten. Und wir nehmen doch mal 2 Fries mit. Der hatte jetzt, glaube ich, keine Clanburg. Jetzt mein Gegner gleich im Clankrieg hat natürlich Clanburg. Was ist denn hier eigentlich noch? Ah, okay, Bogenschützin. Alles klar. Naja, ich glaube, mehr wird es aber nicht. Aber immerhin, ja. Dankeschön. Das war nett. Das war sehr, sehr nett. Das waren so 1,5 Mauern. Ne, das war 1 Mauer. Ich glaube, ich kann auch 2 Mauern machen. Denn wie gesagt, ich bin mit dem auch fertig. Hier nur noch 169 Mauern. Easy peasy. Ein paar Livestreams und dann haben wir das drin. Die 4 wollte ich nicht machen. Ich wollte die hier machen. Einmal und zweimal. So, dann sind es jetzt auch nicht mehr ganz so viele. 167, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir lieber anstelle des einen Wuts nicht vielleicht doch ein bisschen was anderes mit. Warte mal. Maschine. Okay, da habe ich jetzt gleich eine Maxed. Aber ich will ja diesen Gegner hier gleich machen. Nicht ganz ungefährlich. Was hat denn der? Der hat natürlich Singles. Singles sind schon ein bisschen besser für mich.
Aber hier hinten lauert noch ein Multi. Ich glaube, wir nehmen das mal anders. Ich glaube, wir machen das anders. Wir nehmen mal zwei Fries hier mit rein. Zwei Fries anstatt des einen Wut hier. Da haben wir nur zwei Wut. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen lieber die Fries mit rein. Und trainieren die nochmal exakt nach. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, wir haben jetzt schon die Truppen, aber ich muss trotzdem kurz einen Cut machen, weil meine Helden noch recken müssen. Und dann mache ich zum Unmut meines Clanes hier mal wieder einen Live-Fail für euch. Denn ich will das einfach mal probieren. Wir haben ja genug Angriffe und es ist ja nach wie vor auch ein Spiel. Ja, es ist nach wie vor ein Spiel. Wenn man keinen Spaß am Spiel hat, und ich habe heute mal Spaß am Spiel mit den Superriesen, dann bringt das Ganze auch nichts. 1, 2, 3, Kachel lassen wir hier ganz weit fahren, würde ich sagen. Und da kommt aber auch so spät wieder die Clanburg, ne? Da kommt die Clanburg auch wieder so spät. Der Clanburg entgegen und das Rathaus entgegen machen wir auch nicht. Wir machen das so, wie ich das geplant habe. Kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Viele aus den Bauchentscheidungen, die ich ja auch immer treffe hier, wenn ich aufnehme oder wenn ich dann auch angreife, ist manchmal so. Aber wie habe ich ja eben schon gesagt, es ist ein Spiel, Leute. Es soll Spaß machen und wir müssen auch mal ein bisschen was Neues testen, denn Supercell hat die Truppe, diese Truppe hier, die hier, ja nicht hier umsonst mit reingebracht. Die müssen ja irgendeinen Nutzen haben, ne? Nur jetzt an Platz verbaseln. Ich meine, sie nehmen Housing Space genauso viel wie ein normaler Riese auch. Also das mal ganz davon abgesehen. Doch, ein normaler Riese hat doch auch 10. Ach, kann ich gar nicht nachgucken jetzt. Okay, warte mal eben. Mal eben beim Alex gucken. Normaler Riese hat auch... Nein, er hat nur 5 Platz. Okay, er hat nur 5 Platz. Oh. Junge. Lange her, dass ich die Riesen benutzt habe. Okay, wir gehen rein. Flagge ist dran. Ich weiß nur noch nicht von wo. Von da. Da habe ich 2 Infernos. Mal sehen. Mal gucken. Oh, wish me luck. So, 1, 2, 3. Wir haben 2 von denen. Passt so. Ah, Sprung hätten wir vielleicht. Vielleicht hätten wir doch den Sprung nehmen sollen. Damit er ein bisschen länger hält hier. Damit er an der Stelle ein bisschen länger hält. Okay, wir nehmen aber auch hier wieder 2 Riesen und 2 von denen. Und auch hier oben nehmen wir 2 Riesen und 2 von denen. Oh, guck mal, da trollt er uns schon. Okay, da trollt er uns schon mit dem Tesla. Wunderbar. Und dann geht es hier oben rein, würde ich sagen. Nicht ganz so weit abschweifen, Leute. Wir müssen hier hinterher. Oh, das ist mir ein bisschen laut. Okay, so, dann nehmen wir den mal in Frost rein. Und hier machen wir uns eben mal offen. So, und da sollen die jetzt mal ein bisschen durchwuten und da springen wir. Wie gut das jetzt ist, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, da kommt die Clanburg, okay. Heieieiei, da kommt die Clanburg. Und meine Truppen sind aber an der Clanburg dran. Und sind da auch drin. Wo ist mein King? Wo ist meine Queen? Oh, Prinzessin. Lauf nicht ganz so weit weg. Okay, oh, die Prinzessin läuft doch wieder rein. Und, die sind langsam außen vor allen Dingen. Eieiei, die sind echt langsam vor allen Dingen außen. Und ich habe jetzt kaum noch was übrig. Die gehen zwar gut durch Mauern durch, das seht ihr hier unten. Aber die haben jetzt kein Beiweg mehr. Okay, die haben jetzt echt keinen Beiweg mehr. Und ich habe auch kein Cleanup. Obwohl, doch ein bisschen Cleanup haben wir noch da hinten. Der King ist noch mutig hier. Okay, der King ist noch mutig. Aber ich denke mal, 3 Sterne werden das denn doch nicht. Obwohl, die echt gut durchgehen hier. Ne? Die gehen gut durch. Die Riesen hier, die machen eine Defense nach der nächsten. Und das sind nur noch 3 Stück, ich weiß. Aber wir haben jetzt ein bisschen Not am Mann hier, was Cleanup angeht. Aber vielleicht hält mein King ja noch ein bisschen durch. Komm, King, halt durch. Oh, mein King hält durch. Okay, 1 Minute. Oh, das kann auch funktionieren. Nein, was macht ihr? Achso, die gehen ja auf Verteidigung. Hier außen ist noch ein Magier-Turm. Oh, nee, und 2 Tesla. 2 Tesla, scheiße. Okay, schade. Schade auch. Hätte so schön sein können, ne? Es hätte so schön sein können, aber nein. Mein King rafft es jetzt dahin und jetzt latschen die erst da oben hin. Okay, weil das ist noch eine Verteidigung. Na, schade. Cleanup mitnehmen, Toto. Ein bisschen Cleanup hier unten. Dann wird das in jedem Fall was. Der war gar nicht mal so schlecht, der Angriff. Es geht so. Okay, der Warden.
komm, Warden, mach weg. Dann haben die noch ein paar Sekunden und brauchen nicht nochmal durch eine Mauer durch. Aber guck mal, Clanbug muss ich noch machen. Okay, also ich glaube, wir brauchen doch vielleicht einen Riesen weniger, ein bisschen Cleanup dabei und noch einen smarten Yeti weniger. Dann kann das durchaus was werden hier. Also so guckt euch das mal an. So schlimm war es jetzt nicht. Die hauen hier die Mauer zweimal drauf. Drei Leute sind das nur noch und die hauen das Ding auch noch nicht ganz mehr kaputt. Okay. Wie viel Prozent haben wir geschafft? 93. Na, so schlecht war es nicht. So schlecht war das nicht. 93%, okay. Jetzt kommt gleich wieder Dritter. Was war das denn? Ja, das waren die Riesen hier. Die trainiere ich jetzt ein bisschen. Okay. Aber ich muss hier noch ein Event spielen. Ich muss noch ein paar Helden machen. Und ich glaube, wir nehmen mal jetzt tatsächlich 8 Magier mit hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann machen wir das da auch. Sonst schaffen wir das Event ja gar nicht. Warte mal, wie viele Magier sind das jetzt schon? 7. Ah, oh, passt ja. Okay, brauchen wir gar nicht so viel. 1, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Und dann haben wir noch wieder einen Jedi. Passen das jetzt nicht? Achso, 8 haben wir da. Ein Yeti und einen Riesen. So passt es. Okay, dann kann man das Event auch ganz gut spielen. Also wenn ihr die Superriesen auch mal ausgebildet habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr damit angreift. Ihr seht, ich kann es noch nicht wirklich, aber war gar nicht mal schlecht. 93% bin ich echt super mit zufrieden. Und ihr könnt übrigens auch schon als Rathaus 11 die Superriesen antesten. Ihr braucht sie noch nicht zu haben, denn wer das Fass hat hier, kann alle Supertruppen einmal antesten, auch wenn er sie noch gar nicht auf dem Level hat oder sie noch gar nicht hat. Denn die Hexe hier, den Inferno-Drachen, glaube ich auch. Inferno-Drachen, kann ich den nehmen? Ah, den könnte ich, glaube ich, nehmen, oder? Ah doch, den kann ich nehmen. Den kann ich nehmen, Leute. Dann könnt ihr die Truppen hier alle einmal ausprobieren. Und das Einzige, was ihr, glaube ich, als Elfer nicht machen können, sind die Superriesen. Die braucht man wirklich maxed. Und die Barbaren hier, glaube ich, gehen auch schon. Ich muss mal gucken beim Alex. Barbaren könnte Alex auch noch nicht machen. Okay, geht auch noch nicht. Die muss man also auch ein bisschen höher haben. Im Elber gehen halt nur die Goblins. Obwohl, die Barbaren müssen doch auch gehen, oder? Ach nee, die Barbaren habe ich bei den Accounts nur noch nicht. Ich glaube, die Barbaren gehen aber auch. Egal. Soll mal wieder eine super Truppenfolge gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Das ist nämlich jetzt. Abonnieren nicht vergessen und dann bleibt ein bisschen am Ball. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Supertruppen. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.